Für Nicole Strossier und ihren Mann Thomas hat sich das Leben seit dem Tod von Nicoles Mutter vollkommen verändert. Im August 2013 verstarb die Mutter und seither streitet die Familie mit dem ehemaligen Lebensgefährten der Mutter um das Erbe. Da geht es rein nur um das Auto. Und davon gehen die Probleme jetzt nur weg. Er hat mich jetzt geklagt, weil das Auto in die Erbmasse gefallen ist, weil die Mutter im Typenschein als Zulassungsbesitzerin drin ist. Das Auto, die Erbmasse, jetzt habe ich die zivilrechtliche Klage von ihm. Und es geht da um einen Streitwert von 3.500 Euro. Und deswegen hat er mich jetzt geklagt. Und ich will nicht um das Auto, um mich daran zu bereichern oder sonst irgendetwas, sondern nur um die Bestattungskosten von meiner Mutter einigermaßen abgedeckt zu haben. Weil er glaubt ja, dass die Bestattungskosten von meiner Mutter abgedeckt sind mit der Lebensversicherung. Nur dem ist nicht so. Auch 10.000 Euro sollen verschwunden sein. Jetzt beschuldigen sich die beiden Parteien gegenseitig, das Geld genommen zu haben. Thomas kann nicht verstehen, dass man ihm Diebstahl unterstellt. Ich habe den letzten Wunsch ihrer verstorbenen Mutter eingelöst. Sie hat mir die 2 Sportbecher von den Kindern übergeben. Wir reden da über eine 3-stellige Zahl. Also das ist eine Lappalie. Die habe ich natürlich runtergeholt und in einen Bausparer angelegt. Und das habe ich eigentlich erfüllt. Mehr kann ich dazu jetzt eigentlich nicht viel sagen. Mhm. Nicole Strossier weiß nicht, wie sie die Bestattungskosten zahlen soll. Noch dazu zermürbt sie der Streit mit dem Lebensgefährten der Mutter enorm. Und es geht ihnen einfach nur darum, dass sie einmal ihren Frieden hat, damit einmal alles abgedeckt ist und damit sie endlich einmal in Frieden wieder einmal einschlafen kann. Weil mittlerweile ist meine Frau jetzt auf Medikamente, die ist in Depressionen. Die kann nicht schlafen, die schwitzt in der Nacht. Ich meine, das ist, und das schlägt auch auf die Familie über. Rechtsanwalt Dr. Christian Horvath will bei der Lösung der Probleme helfen und besucht die Familie in Klagenfurt. Mich hat jetzt eine Familie kontaktiert. Es geht um eine Erbstreitigkeit. Die Tochter ist sehr verzweifelt. Die Erbschaft ist auch teilweise überschuldet. Und jetzt werden wir mal anhören, was wirklich das Problem ist. Ich habe um Hilfe gerufen. Um was geht's denn? Vielleicht können Sie mir das mal kurz erklären. Es geht um meine verstorbene Mutter. Die ist am 4.8. letzten Jahres verstorben. Und der Lebensgefährte von meiner verstorbenen Mutter macht mir Probleme wegen dem Auto. Was hat es mit dem Auto auf sich? Das Auto hat es damit auf sich, dass die Mutter zuletzt ein Auto besessen hat, wo sie im Fahrzeugbrief drin steht. Rein formal hat der Lebensgefährte nichts geerbt. Es hat kein Testament gegeben, er ist nirgends erwähnt worden. Also von daher hat er eigentlich auch in der Erbschaft keine Rechte. Das Auto ist auch in die Erbmasse gefallen nach dem Urteil. Und er hat mich jetzt zivilrechtlich geklagt, nur wegen diesem Auto. Und das ist ein Streitwert von 3.500 Euro. Aber er kann das Auto auch nicht benutzen jetzt? Doch, er benutzt das Auto. Er benutzt das Auto? Er benutzt das Auto seit 4. August, wo meine Mutter verstorben ist. Mit dem gleichen Nummernschild, mit allem. Ich habe den Versicherungsvertreter angerufen, habe ihm mitgeteilt, dass meine Mutter verstorben ist. Der Herr ist mir da anscheinend ein bisschen zu früh schon zuvor gekommen und hat das mit dem Versicherungsvertreter schon gemacht, dass er weiterhin die Allokscheine auf Mutter ihren Namen weiter einzahlt. Moment, die Nummerntafel war ja auf Sie angemeldet und ausgestellt. Ja, richtig. Der Zulassungsschein auch und der Typenschein auch. Auch der Kaufvertrag. Auch der Kaufvertrag. Mich wundert, dass der Lebensgefährte immer noch mit dem Auto der Mutter herumfährt. Die Versicherung läuft weiter oder wurde vielleicht umgeschrieben. Das wundert mich schon, dass sowas geht. Anscheinend ist das so, ein Logschein eingezahlt und das passt. Mhm. Ob die Person jetzt lebt oder nicht, ich krieg mein Geld. Fertig. Noch ein Problem. Die Mutter hat rund 3.000 Euro für eine Lebensversicherung einbezahlt. Doch Nicole erhielt davon nur rund die Hälfte. Christian Horvath wird auch hier bei der Versicherung nachhaken. Ich möchte wissen, wie viel eingezahlt worden ist. Und warum nur so viel ausbezahlt worden ist. Mhm. Das möchte ich schon wissen, weil da steht nur quasi drin, gratuliere, Sie bekommen 1.400 Euro. Ne? So gut, wie ich mich heute informiert worden bin, in der ganzen letzten Zeit, also seit dem Versterben von Ihrer Mutter, Ihnen nie aufgeklärt worden. Zurück zum Erbschaftsstreit in Klagenfurt. Nicole Strossier und der ehemalige Lebensgefährte ihrer Mutter streiten nicht nur um ein Auto, sondern auch um Bargeld, das angeblich kurz vor dem Tod der Mutter aus dem Krankenhaustresor verschwunden ist. Das heißt, sie hat 10.000 Bar gehabt und das ist weg. Das ist weg. Das Geld hat er genommen oder was? Ja, ich nehme es an. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall nicht mehr da gewesen. Aha.
zu klären ist auch, was ist mit den 10.000 Euro passiert. Die sind im Krankenhaus gewesen, wo die Mutter gar nicht mehr zum Tresor gegangen ist und das Geld ist jetzt nicht mehr da. Er hat die Handtasche mitgenommen. Zu klären ist natürlich auch, was ist mit dem Sparvereinsgeld passiert. Sie hat das Geld einbezahlt und das Geld ist nicht in der Erbschaft drin. Das Geld ist offensichtlich beim Notar hinterlegt worden, aber das wollen wir natürlich auch haben. Das sind ja viele Baustellen. Ja. Es geht ja nicht nur ums Auto. Da liegt noch Geld irgendwo und die Versicherung zahlt ein bisschen was aus. Ja. Dann gibt es noch einen Typenschein, der was liegt. Und wieso ist das Erbe noch nicht abgeschlossen, die Erbschaft? Dann das Gerichtsverfahren. Das müssen wir auch schauen, dass wir schnell beenden, weil da fallen ja immer Kosten an. Gell? Und ob man gewinnt, das weiß man erst leider nach einer langen Zeit, aber ihr braucht jetzt das Geld. Und dann der letzte Punkt wäre, dass ich wenn die Bestattungskosten verhandeln, dass da vielleicht eine Reduktion möglich ist. Mhm. Es ist eigentlich jetzt eine typische Situation. Es kommt eine Familie, die kennt sich hinten und vorne nicht aus. Die haben noch den Trauerschmerz, sind komplett überfordert. Und die muss man natürlich auch wirklich unter die Arme greifen und helfen und auch aufklären, was können sie machen, was müsst ihr machen. Weil von allein passiert nichts. Jedes Mal, wenn man mit dem wieder konfrontiert ist, dadurch auch selber, wenn ich aufs Grab gegangen bin, an die Urnenstätte von meiner Mutter. Es kommt jedes Mal alles wieder hoch, weil der Ärger ja immer noch vorhanden ist. Und das nimmt kein Ende. Man geht ans Grab und hat keine, oder man kann nicht an schöne Dinge zurückdenken. Man ist dann mit dem Ärger konfrontiert, mit dem jetzigen. Wieder in der Kanzlei nimmt Dr. Christian Horvath zuerst den größten Brocken in Angriff. Er muss dringend mit der Bestattung reden und um einen Aufschub der Zahlung von 5.000 Euro bitten. Ja, richtig. Die war jetzt bei mir, die vertrete ich jetzt. Ich hätte sie nur gebeten, dass sie vielleicht noch ein bisschen zuwarten. Sie kriegen von mir ein Schreiben, weil wir haben mit der Erbschaft noch was zu klären. Okay, aber die hat ja die dritte Mahnung gekriegt, weil sie nicht ich weiß, hat, ja. Gell? Ich hab's schon gesehen, gell? Die hat's mir gegeben und ich muss da eine Lösung finden. Ich grübel da selber noch, gell? Bereits bei der Klage? Ja. Aha. Die Rechnung ist vom Oktober 2013, also noch mehr als ein halbes Jahr darf man sich auch nicht wundern, dass jetzt einmal tätig werden muss. Nicole Stossier hat einfach zu lange zugewartet. Denn Christian Horvath hätte sicher einen Kompromiss mit der Bestattung ausverhandeln können. Für mich schaut es ein bisschen aus so wie eine Kopf-in-den-Sand-Mentalität. Da schickt man 3 Zahlungserinnerungen, man reagiert nicht. Sie hätte nur die Bestattung anrufen müssen und sagen, ich habe jetzt kein Geld, ich kann nicht zahlen, bitte wartet. Die hätten das sicher gemacht, das hat er mir jetzt am Telefon bestätigt. Jetzt liegt es leider beim Anwalt und jetzt haben wir den nächsten Prozess. Gleich bei ATV Mein Recht. Im Streit um die Fitnessverträge meldet sich eine weitere Geschädigte bei Christian Horvath. Auch sie kommt nicht aus dem Vertrag heraus. Es hat sich bei mir bei der Halswirbelsäule ein Wirbelkörper verschoben. Und beim Erbschaftsstreit steht der Klagenfurterin das Wasser längst bis zum Hals. Mein erster Mann hat mir auch so einen Haufen Schulden hinterlassen. Wie viel ist denn da offen? Herr Horvath, Daumen mal B. 30, 40, 50.000 Euro. Nicole Stossier streitet mit dem ehemaligen Lebensgefährten ihrer verstorbenen Mutter um ein Auto. Obwohl der Wagen auf die Verstorbene angemeldet ist, fährt der Lebensgefährte noch immer mit dem Auto herum. Nicole Stossier wollte eine Verlustanzeige bei der Polizei aufgeben, doch die Beamten konnten ihr hier nicht helfen. Nach langen Telefonieren mit Richtern musste er das Auto und alles weiterhin überlassen, weil das eine zivilrechtliche Sache wäre. Es ist nichts passiert weiterhin, gar nichts. Er fährt mit dem Auto noch. Ich habe ihn erst ungefähr circa vor einer Woche wieder fahren sehen mit dem Auto. Nicole Stossier muss jetzt abwarten, wie das Gerichtsverfahren ausgeht und wer nun den Wagen zugesprochen bekommt. Währenddessen werden die Schulden immer größer. Ja, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich mit allem alleine da sitzen bleibe noch. Und zu der Mutter ihrer Bestattungskosten auch noch die Gerichtskosten habe und das alles, was dann auf mich zukommen wird oder wie auch immer, ich weiß es nicht. Ja, einfach das Ungewisse die ganze Zeit. Wie, was, wie es wird weitergehen, wann wird es einmal ein Ende nehmen. Man fragt sich halt immer, warum dauert das alles so lange. Christian Horvath besucht heute erneut die Klagenfurterin. Er hat einige Neuigkeiten für die verzweifelte 32-Jährige. So, Frau Stossier, ein bisschen Zeit ist vergangen. Mhm. Bevor ich Ihnen jetzt alles erzähle, was passiert ist, gibt es von Ihrer Seite was Neues? Eigentlich nicht. Ich war bei der Polizei. Ja. Da ist nichts außergekommen bei. Und ja, bis der Lohnexekution habe ich jetzt schon. Ja.
Ja. Ich habe in der Zwischenzeit mit dem Begräbnisinstitut telefoniert. Mhm. Sie haben gesagt, sie haben das schon an Anwalt und dem Gericht weitergegeben. Und das wird wahrscheinlich jetzt die Exekution sein. Oder? Genau, richtig. Ja. Haben Sie es probiert wegen Ratenzahlung? Nein, um ehrlich zu sein, habe ich nicht. Weil ich habe am Anfang damit gerechnet, dass das alles so endet. Ja. Und um ehrlich zu sein, auch irgendwo den Kopf in den Sand gesteckt, gell, weil man einfach keine Kraft mehr hat und keinen Erfolg mehr. Sie sehen sie nicht mehr aus jetzt, gell? Ja. Ich war halt fast schockiert, wie ich es gesehen habe, wieder nach einiger Zeit. Sie schaut ganz schlecht aus und das merkt man auch. Sie belasten sehr viele Dinge, verständlicherweise natürlich. Den Tod von der Mutter hat sie auch noch nicht überwunden. Das heißt, ich muss mir jetzt wirklich einmal einen Lichtblick geben, dass sie wieder aus dem ganzen Sumpf rauskommt. In der Arbeit sind sie aber noch, oder? Ja, Gott sei Dank. Also ja, in der Arbeit kann ich mich noch einigermaßen ablenken und komme von dem weg. Und kann zumindest in dem Zeitraum abschalten. Ja, das ist einmal das Wichtigste, dass Sie noch arbeiten gehen, weil das andere können wir regeln. Gell? Ja. Folgendes hat sich jetzt getan. Ganz druckfrisch ist jetzt der Einantwortungsbeschluss gekommen vom Gericht. Mhm. Das heißt, Sie sind als Erbin eingeantwortet. Mhm. Sie kriegen nur noch das Guthaben, was beim Notar liegt. Mhm. Das wird wahrscheinlich dann mit den Kosten gegengerechnet. Mhm. Endlich einmal etwas wenigstens erledigt. Wenigstens eines einmal. Ist schon ein bisschen Erleichterung. Das Auto ist mit 7.000 Euro geschätzt worden, gell? Mit 7.000 Euro? Mit 7.000 Euro. Ich hab gedacht, mit 3.500 Euro. Nein, das ist nur der Teil, was der Herr will. Das Auto ist aber mehr wert. Das ist wirklich eine paradoxe Situation. Der ehemalige Lebensgefährte besitzt das Auto und fährt mit dem herum. Aber das Auto ist formell in der Verlassenschaft drin. Aber die Frau Stossier kann es nicht benutzen. Deswegen müssen wir das vom Zivilgericht ausfechten, damit wir wissen, wem gehört das Auto jetzt wirklich. Jeder behauptet was anderes. Nicole Stossier hat zwar laut Verlassenschaftsverhandlung das Auto der verstorbenen Mutter zugesprochen bekommen, doch darüber verfügen kann sie nicht. Der Lebensgefährte der Mutter klagt seinen Besitzanspruch am Auto jetzt zivilrechtlich ein. Sie müssen jetzt da Gerichtsgebühren und Notariatskosten zahlen. Richtig. Also das ist völlig zu Recht. Nur Sie müssen es bezahlen, aber haben den BKW nicht. Gell? Das ist ja auch das Komische an der Situation. Und das andere Geld ist auch verschwunden. Und glauben Sie mir eins, Herr Horvath, wenn ich die 10.000 Euro hätte von meiner Mutter, glauben Sie, ich würde mit meinen Kindern und mit meinem Mann in so einer kleinen Wohnung leben? Dann hätten wir das sowieso alles nicht. Und vor allem hätte ich den ganzen Scherbenhaufen nicht. Das sind für mich nur Sorgen und Probleme. So ist es ja. Das ist schon einmal eine Erleichterung, dass der Horvath das in die Hand nimmt, ja. Weil ich einfach die Kraft dazu nicht mehr habe. Was machen wir mit Ihrer finanziellen Situation? Wie schaut es denn da jetzt aus? Ja, es ist das, Herr Horvath. Ich muss jetzt, wollte das abwarten von dem Ganzen. Ja. Und mein erster Mann hat mir auch so einen Haufen Schulden hinterlassen. Wie viel ist denn da offen? Herr Horvath, um ehrlich zu sein, 30, 40, 50.000 Euro. Selbst wenn wir jetzt den Prozess mit dem Auto gewinnen, das bringt uns nicht wirklich weiter, weil sie ist so tief im Schuldensumpf drin. Wir müssen andere Wege einschlagen. Da muss man ein Schuldenregulierungsverfahren machen. Sie weiß ja nicht einmal, wie viel sie Schulden hat. Das können 30.000 sein, 50.000. Sie kann es mir einfach nicht erklären. Für Christian Horvath wird klar, es geht hier nicht nur um die offene Rechnung beim Bestattungsunternehmen. Hier muss ein riesiger Schuldenberg abgetragen werden. Schauen wir nach vorne. Machen wir ein Schuldenregulierungsverfahren, dann können Sie in Ruhe wieder mit Ihrer Familie leben. Ja. Sie müssen nicht Angst haben, dass der Exekutor immer kommt, dass Geld abgezogen wird. Mhm. Wenn ein Schuldenregulierungsverfahren eröffnet wird, hat man die Möglichkeit, eine Quote zu bezahlen. Wenn jeder Gläubiger zustimmt oder die Mehrheit, dann ist man entschuldet. Ansonsten geht man ins Abschöpfungsverfahren, das dauert dann je nachdem zwischen 5 und 7 Jahre und dann kann man entschuldet sein. Es wird mit Sicherheit hart werden, aber dann habe ich wenigstens einen Neuanfang. Das ist jetzt mein Ziel, auf das, was ich schauen muss, auf die Familie. Sie haben keine Lebensfreude mehr, gar nichts. Gell? Mhm. Aber bitte schauen Sie, dass Sie die Arbeit behalten können. Das braucht man für die Schuldenregulierung, gell? Das ist ganz wichtig. Also dann kriegen wir Sie da raus, ganz sicher. Super. Ja. Es gibt schon Momente, da fühlt man mit und da könnte man nicht mitheulen, aber das muss man alles ausblenden und sich dann wirklich aufs Rechtliche fokussieren, sonst kommt man nicht weiter. Einmal müssen Sie durchbeißen für mich, gell? Ja. Bitte. Freilich. Okay? Gut. Echt, ja. Fein.
Dann schauen wir nach vorne, oder? Ja. Super. Ohne sie geht's nicht. Ich allein kann nicht, gell? Nein, aber ich allein auch nicht mehr. Ja, wir müssen sie nicht. Ja. Deswegen bin ich da, gell? Gott sei Dank, ja. Das sind lösbare Probleme. Die menschlichen Probleme kann ich leider nicht lösen. Das muss man verarbeiten. Aber das Rechtliche, das haben wir sicher bald in den Griff.